Macht der FC Bayern heute den 7. Meistertitel in Folge klar oder beginnt nochmal das große Zittern? Bildergalerie FC Bayern, Transfergerüchte um Werner, Havertz und De Ligt im Sport 1 Check 23 Bilder die Ausgangslage, der Rekordmeister wird zum 29. Deutscher Meister, wenn er am Samstag bei RB Leipzig seit 14 Ligaspielen ungeschlagen, gewinnt Bundesliga. RB Leipzig FC Bayern ab 15.30 Uhr im Live-Ticker, sollte Borussia Dortmund das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf Bundesliga. Borussia Dortmund, Fortuna Düsseldorf ab 15.30 Uhr im Live-Ticker nicht gewinnen, reicht den Bayern ein Punkt bei RB. Die Münchner holen auch dann den Titel, wenn sie und der BVB heute verlieren. Kurios, seit dem Jahr 2000 wurde der FCB nicht mehr in einem Heimspiel Meister. Vertagen sie es daher lieber auf nächste Woche und dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, wenn man die Chance hat Meister zu werden, muss man sie schnellstmöglich nutzen. Das werden die Bayern auch tun. Für sie wäre es auch psychologisch von Vorteil, den Sack zuzumachen, macht Trainerlegende Ottmar Hitzfeld im Gespräch mit Sport 1 deutlich. Bayern hat die nötige Erfahrung, Trainer Niko Kovac hat genau das vor, wir haben zwei Matchbälle und wir wollen versuchen, schon den ersten in Leipzig zu nutzen. Die Bundesliga-Highlights am Sonntag ab 9.30 Uhr in Bundesliga pur im TV auf Sport 1. Sollte der Rekordmeister allerdings patzen und die schwarz-gelben 3 Punkte holen, wird es nochmal richtig spannend. Die Bayern hätten dann womöglich sogar einen psychologischen Nachteil, wenn sich der Titel erst am 34. Spieltag entscheidet. Aktuell trennen die beiden Top-Clubs 4 Punkte in der Tabelle. Die Münchner haben zudem mit 18 Toren die bessere Tordifferenz. Was macht Hitzfeld so sicher, dass die Münchner, mit denen er als Trainer selbst 5-mal die Schale holte, nicht mehr zittern müssen? Schließlich machte RB-Trainer Ralf Rangnick deutlich, trotz des sicheren Platz 3 heute punkten zu wollen, um sich für das Pokalfinale einzuheizen. Bayern hat für solche Situationen die nötige Erfahrung. Vor allem die Nationalspieler sind solche Drucksituationen gewohnt und werden damit umgehen können. In diesem Punkt haben sie gegenüber Dortmund einen Vorteil, weil sie hingegen sehr viele junge Spieler im Kader haben, meint Hitzfeld. Kovac Kritik verstehe ich nicht. Sollten die Roten heute oder nächste Woche die Meisterschaft verteidigen und zudem den DFB-Pokalsieg gegen RB Leipzig klar machen, würde es der 70-Jährige vor allem Niko Kovac gönnen. Hitzfeld stützt den nicht unumstrittenen Trainer und macht klar, die Kritik an Kovac verstehe ich nicht. Er macht einen tollen Job und kann noch 2 Titel holen. Man darf auch die Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge nicht immer auseinandernehmen. Bei Bayern ist es ebenso, dass alle abliefern müssen, Trainer, Spieler, Sportdirektoren und die Bosse. Meistgelesene Artikel Fußball, Bundesliga Rummenigge und Salihamidžić verweigern Kovac Jobgarantie. Motorsport, Formel 1 Wolf, haben Luis Runde ruiniert. Fußball, Bundesliga Hoeneß schimpft über Abseits-Tor. Eishockey, ABM Superstar Dreiseitel erlöst DEB-Team. Fußball, Bundesliga Pulisic mit Novum bei BVB Abschied. Hitzfeld selbst kennt die Anforderungen des FC Bayern ganz genau. Für einen Bayern-Trainer ist es wichtig, Titel zu holen. Das ist der Job. Für Kovac wären Titel daher ein Befreiungsschlag. Ich bin auch davon überzeugt, dass Kovac noch einige Jahre Trainer bei den Bayern sein wird. Gesichert ist diese These nicht, denn Gerüchte um eine vorzeitige Ablösung von Kovac halten sich an der Säbener Straße hartnäckig. Sicherer hingegen scheint, dass die Bayern nicht mehr zittern, sondern Meister werden. Denn 4 Punkte Vorsprung an einem 32. Spieltag wurden in der Bundesliga noch nie verspielt. Punkt. Let's Block Ads.